Frau Mundil, Sie sind ja seit ungefähr einem Jahr Head of Sustainability bei der TRAI. TRAI ist ein großer Projektentwickler und Bestandshalter. Wenn Sie mal zurückblicken, wo lagen im ersten Jahr die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit? Ja, die Schwerpunkte meiner Tätigkeit waren sicherlich der Aufbau der gesamten Strukturen, um die TRAI als Unternehmen zukunftssicher aufzustellen vor dem Hintergrund der gesamten Regulatorik, der ESG-Bestrebung, Sustainability, im Prinzip für den Transformationsprozess fit zu machen. Da lag mein Schwerpunkt darin, die Digitalisierung bei uns im Unternehmen voranzutreiben. Wir haben uns verschiedene Tools gesucht, die uns im Prinzip unterstützen, diese ganzen Anforderungen zu managen für uns. Und ein weiterer Part war natürlich, diese Abteilung bei uns im Unternehmen aufzubauen, zu implementieren und die ersten Transformations- und Change-Prozesse im gesamten Unternehmen auch international anzustoßen. Gut, international ist eine gute Überleitung. Sie sind ja nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch in Polen und den USA. Vielleicht so in aller Kürze, wo sind in Sachen ESG so die größten Unterschiede zwischen diesen drei Ländern? Also wirklich in aller Kürze habe ich zwei Begriffe. Eines ist die Regulatorik. Da kann man USA und Europa gar nicht miteinander vergleichen. Wobei auch die Regulatorik, die auf EU-Ebene implementiert wird, ja auch teilweise auch in die Länder noch mal übertragen wird. Das heißt, da gibt es auch Unterschiede zwischen Polen und Deutschland, was wir sehr stark spüren. Wir sind da in Deutschland tatsächlich ein Stückchen weiter in den Regularien. Und das Thema Mindset. Also da ist es auch wirklich, merkt man die Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen. In den USA ist es einfach noch nicht angekommen, das Thema Sustainability. Es wächst, aber es ist ein zartes Pflänzchen. Okay, dann gucken wir nochmal auf Ihre Geschäftsbereiche. Die TRAI ist ja Projektentwickler oder Projektentwicklung ist ein wichtiger Geschäftsbereich. Und bei ESG liegt ja der Fokus im Moment noch eher auf Bestand. Welche Herausforderungen haben Sie denn, das in den Projektentwicklungsbereich zu integrieren und da zu implementieren? Ja, da wiederhole ich mich tatsächlich auch, da ist die Regulatorik etwas, was uns tatsächlich sehr verunsichert auch, weil vieles noch nicht final ist. Es sind dynamische Entwicklungen, die man natürlich bei einer Projektentwicklung nur schwer abbilden kann. Sie brauchen so einen Status quo. Regulatorik, um ein Projekt zu entwickeln, das manchmal über auch 5 Jahre dauert, bis es fertig ist. Und wenn sich in dieser Zeit Gesetze, Regulatoriken, Anforderungen ändern, ist das schwer, dieses Schiff dann irgendwie umzulenken. Das macht uns tatsächlich, bereitet uns die größten Herausforderungen. Und wo stellen wir uns jetzt heute auf, damit wir zukunftsfähig sind mit unserer Projektentwicklung, mit unseren Produkten? Okay. Und dann gucken wir noch auf das neue Jahr. Wir stehen ja am Anfang von 2024. Was sind da so Ihre größten, ja, vielleicht Akzente, die Sie so in Ihrem Bereich setzen werden im neuen Jahr? Oder wo werden die Schwerpunkte liegen? Der größte Fokus, und das ist auch, wir hatten einen relativ langen Workshop zu, wie wir das jetzt im Prinzip das Ganze ins Rollen bringen. Also get the people involved ist so der Leitspruch so ein bisschen für uns dieses Jahr, dass wir das Asset Management und das Projektmanagement in die Richtung kriegen, wo es hin muss. Wissen aufbauen, Wissenstransfer und diesen ganzen Change-Prozess wirklich stärker angehen, mehr kommunizieren, auch intern. Und natürlich mein ganz persönliches Ziel für nächstes Jahr ist den weiteren Aufbau der Reporting-Verpflichtung bei uns im Unternehmen. Und das zieht sich einfach in alle Bereiche. Also das merkt man ganz stark, dass wirklich fast jede Abteilung beteiligt ist. Das ist so mein persönliches Ziel für nächstes Jahr. Und das andere ist, die Leute mitzunehmen, viel mehr mitzunehmen und in Aktion zu kommen. Genau. Super, in einem Jahr sprechen wir nochmal und dann ziehen wir erst das Fazit. Vielen Dank, Frau Mundil. Ja, sehr gerne. Dankeschön.